Alles klar. So, da sind wir nun. Rette die Verbündeten als Erster. Vom Münchener Bastion, sowie im Wind Waker Epilog quasi das Schlachtfeld. So, das werde ich gleich mal kurz überprüfen. Gut, auf meiner Seite ist auch noch Tetra mit einigen Hyrule-Hauptmännern. Das ist ganz okay. Und, aha, seht mal, wir haben einen Offensiv- und einen Defensiv-Spezialisten. Die sollte ich natürlich beschützen, dass die nicht verschwinden. So, die feindlichen Truppen bestehen interessanterweise nur aus Nachtschwärmern. Okay, gut. Sind nur Nachtschwärmer. Und gar kein eigentlicher Spielcharakter dabei. So, allerdings gibt es unter den anderen Truppen, die gelben sind nämlich auch da. Ist immer schlimm, wenn man zwei Seiten hat, die man bekämpfen muss. Volga, einen Rekrutierer, der kann meine Einheiten abwehren. Ist auch richtig schlimm, wenn das passiert. Und dann noch einige Bossblins. Ja, aber wenigstens die normalen, keine Steinbossblins. Also beim Rekrutierer, den sollte man so schnell wie möglich eigentlich besiegen. Blöd, nur ihr seht ja, da wo der grüne Pfeil ist, bin ich. Und der Rekrutierer ist ganz da drüben. Wenn sich der meinen Einheiten annähert, kann der zum Beispiel meinen Offensiv- oder Defensiv-Spezialisten abwehren und dann arbeitet der für den Feind. Das ist richtig fies. Das gab's aber früher auch schon. So. Gut, in der Schule des Glücks, wenn ich die erobere, kriege ich eine Schatztruhe. Die wird da erscheinen, die ist eh direkt vor meiner Nase. Und in der Drakonifessen gibt es noch eine Schatztruhe. Okay, also in einer davon wird dann der Herzcontainer für sich drin sein. Und dann kann man hier noch gucken unter Charakter. Skulltulas. Und ihr seht ja, zwei tauchen auf. Allerdings kann man immer nur die eine, die erste kann man immer nur beim ersten Mal bekommen. Also wenn ich die zweite haben möchte, muss ich die Schlacht leider noch ein zweites Mal machen. Bei der ersten, das ist eigentlich immer so, wenn es wo eine Skulptur im Abenteuermodus gibt, jeder kann sie holen und besiege 1000 Feinde. Das ist eigentlich genauso wie im Legendenmodus auch, 1000 K.O.s, dann taucht irgendwo die Skulptur auf. Zweite ist dann nicht mehr so leicht, da steht ja, erfülle die erste Mission der Schlacht und erobere mindestens 5 Festungen, ohne einen Schaden von 4 oder mehr Herzen zu erleiden. Das ist natürlich schon deutlich schwieriger, dann, dass die auftaucht. Und ich kann im Moment sowieso nicht die erste bekommen. Die, ich hoffe, dass ich die auch finde, nicht, dass da irgendwie... So, und oh mein Gott, danke. Hier gibt es auch endlich, man sieht es ja, hier gibt es endlich wieder Eulenstadt, weil ich weiß nicht warum, auf der ganz normalen Abenteuerkarte gab es bis jetzt bei keiner einzigen Schlacht, die ich je gemacht habe, auch nur irgendwo auf irgendeinem Schlachtfeld eine einzige Eulenstadt. Es gab keine. Es gab schlichtweg keine. Also vielleicht gibt es die auch nur hier auf der Wind Waker Karte, die Eulenstadt und auf den Schlachtfeldern. Aber die muss ich natürlich aktivieren. Okay, Schlacht beginnen. Alle bereit? Dann kann sie losgehen. Ja, sorry, ich weiß, ich erkläre immer so viel. Ich laber ganz gerne viel, ich weiß, tut mir leid. Ich erkläre halt immer ganz gerne viel. So, besiege Volga zusammen mit Tetra. So, hier, wusch! Neue Mission, besiege Hauptleute, bis der Feldmarschall sich zeigt. Teile anderen drum, rück gegen Tetra vor. Knacks und... Seht ihr, das ist eine ziemlich effektive Kombo, wenn hier so ein Riesenkäfer kommt von Tetra. Agneta. Oder den hier. Nehmt ihr nicht das, warte mal. So, so. Das da. Hier, wird auch wieder so ein BAM, so ein riesen Hirschkäfer wird da beschworen und der ruppt einmal hier rum und dann... So, schon ist die Schule des Glücks erobert und die Schatztruhe erscheint, mal sehen, was da drin ist. Agneta hat die Schule des Glücks erobert. Na bitte, da ist ja schon ein Herzcontainer, das ging ja schnell. Das ging ja richtig schnell. Hier könnten wir einen wunderschönen Garten für Krabbeltierchen anlegen. Oh Gott, sie denkt wieder nur an... Ihr wisst schon, an ihre Insekten. Feindliche Hauptleute haben es auf verbündete Einheiten abgesehen. Hier nochmal die Warnmeldung. Besiege die Hauptleute, um die verbündeten Einheiten zu retten. Ja, wir müssen unsere Kameraden retten. Ja, das sollten wir wirklich. So, die anderen Truppen wollen die verbündeten Einheiten abwehren. Und das ist richtig gemein. Rette die verbündeten Einheiten, bevor es die anderen Truppen tun. Ja, so, hier können wir mal Eulenstatue. Schwupps. Okay, es ist zum Glück... Bis auf das Feindliche Hauptquartier ist eigentlich alles offen. So, seht ihr hier, der Rekrutierer rückt gegen den Nachtschwärmer vor. Drakonierfestung, hier war ja auch noch was, aber... Dadurch, dass bei den Schätzen... Bei der Übersicht nur ein Herzcontainer angezeigt worden ist, kann hier eigentlich was ganz anderes drin sein. Also, meistens sind es dann nur Rubine. Wenn nicht noch extra dabei steht, es gibt Feenkleidung oder sowas, dann ist es das auch nicht. Dann sind wirklich nur Rubine drin. So, der Rekrutierer greift den Nachtschwärmer an. Bam, Watz. Also das ist schon eine sehr effektive Kombi. Hier seht ihr, Watz und Wumm. Und Drakonierfestung erobert und das ist eine gewöhnliche Truhe, hier ist nur Geld drin. So, und geschafft. So, ich will sie auch einen Garten anlegen. Die will überall nur einen Garten anlegen, liebe Agneta. Die ist einfach zu...
die ist zu gut für diese Welt, könnte man sagen. Ja, die ist so ein kleines blondes Dummchen, so ein bisschen. Also jetzt nicht böse gemeint, sie ist schon so ein bisschen naiv, ist sie ja schon so von ihrer Art her, aber naja. Ich frage mich, ey, bitte Agnete, wie hast du es eigentlich in dieses Spiel geschafft? Auch bei der Wii U-Version schon, sie gerade, man denkt sich, was sollen die schon großartig können, die kann ja gar nicht kämpfen, aber ihr seht ja schon, was die eigentlich so kann. Wie gesagt, das ist eine gute Combo hier, diese Zweier-Combo, zack und wumm, dass der Riesenhirschkäfer so kommt. Oder halt eben das hier, sie knallt auf den Boden, zack, X gedrückt halt und dann wumm, kommt der Riesenkäfer angeflogen. So, daneben. Boah, ist der dick, Mann. So, jetzt könnte wenigstens mal Agnete ein bisschen in Aktion nehmen. So, Rekrutiere wurde auf den Schlachtfeld gesichtet. So, Rekrutiere hat den Defensivspezialisten abgewonnen. Dieser Mistkerl. So schnell? Der Defensivspezialist ist zu den anderen Truppen übergelaufen. Ist ja fies. Die Moral der Überläufe ist gestiegen. Seht ihr? Und genau das sollte man ja eigentlich verhindern. Warum ging denn das auf einmal so schnell? Ich konnte gar nichts machen. So, das Abwehr des Defensivspezialisten stärkt die anderen Truppen. Scheiße. Defensivspezialist mit den Bossmann beschützen rückt vor. Meint er jetzt den Typen da? Rekrutiere rückt gegen den Nachtschwimmer. So, jetzt Achtung. Spezialangriff. Schmetterlingsflügelschlag. Und kawusch. So, ich hoffe, ich bin überhaupt mit Stufe 35 stark genug für diese... ihr wisst schon. Stark genug für diese Schlacht. Das weiß ich nicht so genau. Ich habe leider nur einen Schirm mit 2 Sternen. Ist halt auch nicht so stark. So, Tor zum Heiligen Hauke, die sind aber schon... oder geschnäppelt sind geschlossen. So, Magietip wurde auch noch gesichtet. Den müssen wir auch aufpassen. Der Magietip kann mir nämlich meine Magie abzapfen und dann verpisst er sich einfach, dann ist meine Magieleiste leer. So, der Magietip nähert sich. Aber der Boss-Blin ist down. So, der Magietip rückt gegen Agneta vor. So, wieso? Ich sehe ihn noch gar nicht. Wo ist denn der jetzt? So, aber ich mal kurz Schlachtfeld checken. Also mit Defensivspezialisten war schon mal richtig scheiße von mir, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich habe noch meinen Offensivspezialisten, der ist aber da oben. Das Behinderte ist, der... Ich komme jetzt nicht durch das Feindliche, aber ich müsste eigentlich voll den Umweg gerade nehmen, dass ich da noch irgendwie hinkomme. Das heißt, ich nehme jetzt mal kurz meine Ocarina. Ich bin ja froh, dass es hier wenigstens Eulenstatte gibt. Und Warpen! So, vielleicht kann ich wenigstens noch verhindern, dass der Offensivspezialist abgeworben wird, aber... Bei meinem langsamen Denken ist es sicher dafür auch schon zu spät. Das ging einfach viel zu schnell. Schlacht hat doch erst angefangen. So, hier, rekrutiert den Offensivspezialisten abgeworben. Fick dich! Mann, dann scheiß doch auf alles hier. Dann wird hier alles einfach weggeblasen. Boom. Dann halt so. Ist mir jetzt auch egal. Ja, hier, Offensivspezialisten. Das geht doch viel zu schnell. Ich komme doch da noch gar nicht hin. So, wenigstens ist der Magie-Dieb weg. Der kann mir also meine Magie nicht mehr klauen. So, aber wenn es halt so passiert, dass die überlaufen, ja, dann muss man sie halt leider besiegen. Ich hasse das. Also das sind so Schlachten, die fand ich schon immer ziemlich fies. So, hier ist schon der Festungskommandant. Ja, Moral der Überlauf ist gestiegen. Geht doch alle einfach kacken. So. Und Bastionsspeisesaal wurde ja wenigstens erobert. Dann halt eben so. Einheit des Defensivspezialisten wurde dafür zerschlagen. Ja, das kommt davon. Wie kann er sich überhaupt abwerben lassen? Ich meine, haben die dem Geld geboten? Haben die dem Rubini gezahlt? Oder wie... Wie geht das überhaupt? Oder kommt er dafür so, hey, komm auf die dunkle Seite der Macht, wir haben Kekse und okay. So wird es doch auch nicht gewesen sein. So, oberes down. So, hier vorne ist... Alter, ist ja nochmal so ein fetter Rekrutierer. So. Hier wird niemand mehr rekrutiert, du olle Fettschwabbelbacke, du. Was, der Bossmann rückt gegen Tetra vor? Nein, du bleibst gefälligst hier. Stehen bleiben. So, Offensivspezialist rückt gegen Tetra vor. Und seht ihr, wenn man das halt nicht verhindert, drücken die gegen meine eigenen Einheiten vor. Fies, Mann. Teil der gefährlichen Truppe rückt auch gegen Tetra vor. Das ist eh schon eine ziemlich heftige Schlacht. Und hier könnte sie normalerweise halt ihren Stufe 2 Schirm bekommen. Das ist dann, glaube ich, der... Ich weiß nicht, der war so dunkelblau, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Mondsichelschirm oder irgendwie so ganz komisch. Ich weiß nicht mehr genau. Nee, der hieß eh ein bisschen anders. Wusch! So, Bossblin ist down. Ja, seht ihr, die will überall nur so einen Garten anlegen. Ich meine, die sollte Gärtnerin werden. Wird doch Floristin verkaufen bei Blumen oder sowas. Was seht ihr, schönes Blumenkörbchen dabei. So, hier, der scheiß Offensivspezialist. Wie konntest du mich verraten? Wie konntest du überlaufen? Ah, so, das war die Rache. Rache ist Blut. Ah, seht mal, jetzt hat er gerade Nahrung gedroppt. Ein bronzenes Nahrungssäckchen. Also manchmal kann man auch von besiegten Feinden Nahrung bekommen, aber ich glaube nur, wenn man sie mindestens einmal in der Truhe oder so gefunden hat. Ich meine, nicht Truhe, Krug. In Truhen findet man nur Feenkleidung, in Krügen auch Feen-Nahrung. So, Einheit des Heilersoldaten wurde zerschlagen. So, bam. Ist doch halb so wild. Was?
So, Harry Hopman ist im Bedrängnis. Würde ich sagen, der Harry Hopman kommt ins Gefängnis. Weil er mich verraten hat. So, sie drängen uns zurück. Also du bist ja noch auf meiner Seite. Hier, war's. Egal. So. Ich muss sowieso ganz woanders hin. So, Ende des Harrys wird an Mutter zu schlagen. Ja, es kommt eh immer anders, als wenn man sich's ausmalt. Sobald mich jetzt noch mal so ein fieser, blöder Nachtschwärmer. Haust du ab. Sag, du sollst abhauen, du Arsch. Vorsicht, daneben. Und stirb. So, sie kämpft halt mit der Macht der Insekten. Wenn ich so drüber nachdenke, wenn Agneta im Pokémon-Universum leben würde, die würde garantiert eine Käfer-Pokémon-Arena leiten. Ich meine, was anderes passt doch gar nicht zu ihr, ne? Käfer-Pokémon-Arena, die wäre doch eine prima Arena-Leiterin für sowas, hä? Das würde ihr sicher gefallen, aber leider wird es so ein Crossover niemals geben, das wird auch gar nicht so wirklich passen. Naja, so, egal. So, warte mal, jetzt muss ich mal hier lang. Weil hier links drüber kann ich schon mal den Festungskommandanten killen, weil der ist nämlich schon aufgetaucht. Also normalerweise sollte man halt verhindern, dass die Einheiten abgeworben werden, aber das war ja voll scheiße. Ich meine, wo war ich, wo waren die? Das ist ja voll fies. So, brauche ich gar nicht aufmachen, Magie ist nämlich voll. So, Bastionslager habe ich erobert. Das ist mein Posten, den teile ich nur mit meinen Käferfreunden. Ja, alles, was du sagst hier... Keine Ahnung, was für Lieblings-Pokémon könnte sie eigentlich haben. Egal, so Lichtmagie! Bam! Voll die Lichtexplosion. Dann sollte Feenmagie natürlich einsetzen, wenn man die Gelinge dazu hat. So, ist wieder Magie voll. Ich kann es also quasi nochmal einsetzen. Ja, wusch! Voll so ein Wirbelsturm. Knacks und Kavum! So, Agneta hat den Bastionsschlafsaal erobert. Ich habe den Bösewicht in ihrer Festung abgenommen. Hehehehe. Oh je, Agneta. Ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt so den Ernst der Lage erkennt, was sie hier überhaupt macht. Die denkt einfach nur, ja, es geht darum, dass hier bloß keine Käfer zerquetscht werden. So, ist auch noch eine Ohrenstarte aktiviert. Logischerweise dauern richtige Abenteuerschlachten auch wesentlich länger. Ich weiß, der Part hat sicher schon wieder mega Überlänge dadurch, weil das sie so lange dauert. So, Tetris im Bedrängnis? Nein! Das ist nicht gut. Ich darf mich nicht unterkriegen lassen. So, was ist eigentlich hier drin los? Sternenstoppfestung. Lichtmagie! Bam! So, und wie gesagt, wirkt wesentlich stärker, weil ich hier selber Licht bin. Und vor allem, weil das empfohlen ist, das Element. Also ich glaube, es hat gar nichts damit zu tun, welches Element der Kämpfer hat. Es muss nur mit dem Element zusammenpassen, was empfohlen wird auf der Schlacht, falls ein Element empfohlen ist. Wenn nicht, dann wirkt sie ganz normal. Falls empfohlen wird, sollte man natürlich das Element des jeweiligen Fehlgefährten nutzen, dann ist die Magie noch ein bisschen mächtiger. So. Ich hätte den Bösewicht in ihre Festung abgenommen. Ja, natürlich. So. Komm, ich würde es trotzdem in dem Part noch schaffen. Ich würde jetzt nicht mittendrin aufhören, das ist immer blöd. Ich hätte vielleicht vorher nicht noch eine andere Schlacht machen sollen, aber was weiß ich, wie das jetzt so zusammenschneidet, ist auch immer blöd. So, Bombenladen. So, und Kavusch. Damit erwischt man wenigstens immer relativ viele Feinde. Wenn der Riesenkäfer angeflogen kommt. Flügelschlag. So. Es müsste doch jetzt eigentlich schon die Skulltula auftauchen. Ich habe schon 1116 K.O.s, also wo bleibt die Skulltula? So, wurde gesichtet. Okay, ich weiß schon wo. Rechts oben. Das ist wenigstens praktisch. Und warp. Es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man ganz woanders ist, wo eigentlich die Skulltula ist. So, seht mal, da ist sie schon direkt auf dem Boden. Ganz leicht zu finden. So, zack. Und ich habe sie. Oh, Tetris in der Fall, braucht sofort Hilfe. Scheiße, nein! Könnte mir jemand zur Hilfe kommen? Ja, ich komme. Und das ist jetzt natürlich ein verfickt weiter Weg nach unten. Da würde zwar eine Eulenstatue stehen, aber leider ist die nicht aktiviert. Wenn ich das jetzt versauere, glaube ich, dann... Ich weiß gar nicht, warte mal, was steht hier eigentlich? Unter Status kann man jetzt sehen, was die Bedingung für die Niederlage ist. Tetra flieht, na eh klar. Wenn die jetzt flieht, dann raste ich komplett aus. Tetra, halt noch ein bisschen durch, ich komme. Beweg deinen Arsch, Agneta, komm schon. Schneller. Das ist natürlich richtig blöd, dass die eine Eulenstatue da unten noch nicht aktiviert ist. So, komm, bitte, bitte. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da, da, da. Okay, sie hat noch ein bisschen. Und gerettet. So, und ihr geht jetzt mal alle schön kacken. Agneta Tetra gerettet. Das war echt knapp. Das war verdammt knapp und wusch. Alter, da kriege ich immer so Panik. Vielen Dank, du bist ein guter Kamerad. Du meinst mal der Kameradin.
Ich bin zwar nicht Din, aber ich bin eine Kameradin. So, der war richtig schlecht, der Wortwitz. Und Knacks. Der Boss-Splinner. Solche starken Einheiten machen die natürlich ganz schön Stress. Es ist interessant, ich habe in der ganzen Schlacht hier keinen... Ich habe kein Hauptquartier. Weil das, da wäre ja gestanden und der Nilia Tetra flieht oder dein Hauptquartier fällt. Ich habe gar keins. Ich muss einfach nur gucken, dass Tetra nicht abhaut. So. Gut, wenigstens habe ich die Skutula. Das ist ja schon mal was wert. Und für die zweite muss ich die Schlacht so oder so machen. Also wenn ich das zweite Mal mache und die zweite Skulptur auftaucht, dann hoffentlich so. Mission erfolgreich. Gut, feindlicher Feldmarschall wurde hervorgelockt. Den muss ich natürlich jetzt auch immer noch besiegen. So, besiegt den feindlichen Feldmarschall. So, wo ist jetzt hier? Der Magus und die Dunkelimbusgarde wurden besiegt. Verarschen? So, die Dunkelimbusgarde rückt gegen Agneta vor. Die anderen Truppen starten eine Großoffensive. Na, eh klar. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? So, warte mal. Gut, ganz kurz wieder Schlachtfeld checken hier. Das ist jetzt wirklich wichtig, dass ich das nicht versaue. Also, der Magus, der ist da oben. Wenn ich den besiege, müsste nämlich die Dunkelimbusgarde sich verpissen. Wenn nicht, kommt die nämlich immer wieder zurück. Da kann ich mich noch daran erinnern, das gab es früher auch schon mal. Auf der Wii U-Version. Das ist jetzt nicht komplett neu. So, Wappen. Bezüglich der Skulptur. Es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man ganz woanders ist, als wo die Skulptur auftaucht. Und dadurch sind natürlich jetzt hier die Eulenstadt dann eine mega große Hilfe. Dann kann man sich halbwegs in die Nähe von der Skulptur warten und die dann da suchen gehen, weil die hauen ja irgendwann wieder ab. Ich weiß zwar nicht, wann genau, vielleicht nach einer Minute oder sowas. Ich weiß es nicht mehr so wirklich. So, komm, Magus, du musst down gehen, weil sonst kommt die... Ja, sehr gut. Der Magus wurde besiegt. Very good. So, und jetzt Achtung, es müsste eine Meldung kommen. Genau, die Dunkelimbusgarde ist nach der Linie des Magus verschwunden. Das ist auch gut so. So, jetzt kann ich eigentlich schnurstracks ins Hauptquartier der anderen reinmaschinen und denen eine reinhauen. Und dann habe ich es endlich geschafft. Dann kann ich endlich ein paar beenden. Es tut mir leid. Also solche Abenteuerschlachten, da muss ich gucken, dass ich wirklich nur einen Part, in einem Part werde ich immer nur eine Abenteuerschlacht machen können, weil das sonst einfach zu lange dauert. Und ganz ehrlich, nochmal will ich die Schlacht jetzt sicher nicht zeigen, auch wenn sie ihre Waffe bekommen kann, aber das wäre einfach nur blöd. Weil zweimal dieselbe Schlacht zeige ich ganz sicher nicht. So, hier ist jetzt Volga. Licht gegen Feuer ist auch ein bisschen doof. So, Achtung, wow. Na, warte, jetzt reicht's. Flügelschlag. Ich weiß auch nicht, ich nenne die Angst, dass ich nicht mehr fliege. Alter, mache ich wenig Schaden. Voll gemein. Naja gut, Licht ist halt nicht effektiv gegen Feuer, sondern Wasser. Das ist Agneta nun mal nicht. Egal, dann mache ich eben das hier. Magie aktivieren. So. Das Schöne ist ja, wenn man Magie aktiviert hat, dann sind Blockversuche des Gegners wirkungslos. Er kann nicht blocken. Da haut es ihn von den Socken, denn Volga kann nicht blocken. Den Spruch habe ich auch noch nie gebracht. So. Ey, wenn das jetzt daneben geht, Agneta, ich warne dich. Okay, doch, es trifft ihn. So, Schwachen freigelegt. Und nimmt das, Schwachen der Angriff. Der Käfer kommt angeflogen und gab warm. So, noch ein Flügelschlag obendrauf. Dauert natürlich jetzt ein bisschen. Also Stufe 35, 40 oder gar 50 wäre vielleicht besser gewesen. Aber so weit war ich halt noch nicht. So, oh, ein kleines scheiß Magiefläschchen. Was ist das denn? Ist ja mal voll lame. So, man kann auch gucken, dass es sich schön... hier rumwirbelt, der böse Volga hier. Eigentlich ist es eh ganz schön gefährlich, gegen Volga zu kämpfen. Ich meine, der kann die Käfer doch einfach abfackeln. Feuer ist effektiv gegen Käfer. Also muss man... Achtung hier, da muss man Vorsicht walten lassen. So, komm her, jetzt sagst du endlich auf Wiedersehen, auf Nimmerwiedersehen und stirb. Ja, endlich geschafft. Oh, danke, Mission erfolgreich. Das hat verdammt lang gedauert. Sieg, habt ihr meine Heldentaten auch alle verfolgt? Ja, natürlich, sicher. Mein Hallo? Bist du wahnsinnig, das hat jetzt lang gedauert. So, aber ich habe den Rang A. Also theoretisch hätte ich jetzt ihren Stufe 2 schon bekommen, aber ich konnte nicht suchen. Jetzt habe ich halt nur diesen Greifarm bekommen, den Bergungsarm. So, deswegen, das ist halt auch mega ärgerlich. Jetzt kann ich die Schlacht, aber wegen der zweiten Skulptur muss ich sie so und so nochmal machen. Also es ist halb so wild. So, ordentlich Material, alles nehmen, komm.
Und Lonlon-Milch habe ich als neue Nahrung bekommen. Und ein komplett neues Bild, Leute. Komplett neu. Ah ne, nicht ganz komplett neu. Das ist Ruto zu sehen. Okay, das ist dann das mit den drei Stämmen. Dieses Bild, das gab es auf der Wii U doch auch schon. Aber da kriegt man jetzt irgendwie hier die Bildfragmente zusammen auf der Karte. Eigenartig, aber okay, ist eben so. Du hast die Itemkarte Bergungsarm erhalten. So, Itemkarten des großen Wettenmeeres. Jetzt haben wir hier endlich mal die Erklärung. Also den Kompass gab es schon immer. Damit findest du verdächtige Orte auf der Karte, wenn man halt nicht weiß, wo genau man suchen soll. Taktstock des Windes. Damit hebst du Gegenwind auf. Kanone. Damit versenkst du Kriegsschiffe. Boomerang. Damit besiegst du Octalus. Heronbogen. Damit löst du Wirbelstürme auf. Bergungsarm, damit hebst du unter leuchtenden Kreisen verborgene Schätze. Putputfrucht, damit lockst du Möwen an, die dir Schätze zeigen. Dekoblatt, damit treibst du Windräder an. Seekarte, verwende sie auf Gischt, um damit sich Feinde zeigen. Kraftarmbänder, bewege Steinköpfe, damit sich Feinde zeigen. Und der Hammer, betätige Schalter, damit sich Feinde zeigen. Und Fanghaken, damit kannst du dich zu entfernten Zielen ziehen. Ist richtig super, dass es hier ganz neue Itemkarten größtenteils gibt. Weil das passt einfach zum Spiel dazu, ist doch richtig schön. So, das heißt, jetzt kann ich endlich suchen. Und, seht mal. Ich könnte das so und so nicht bekommen, ich brauche erstmal eine Putputfrucht, weil wir sehen da jetzt so eine kleine Möwe da drüben. Wenn es ein leuchtender Kreis auf dem Wasser wäre, dann könnte ich das benutzen, aber es würde nichts bringen, das wäre komplette Verschwendung. Mal sehen, wo ich das sonst... Hier? Ne, ist auch eine Möwe? Boah, ich brauche sicher voll oft so eine scheiß Putputfrucht, garantiert. Hier geht es. Seht mal, hier geht es. Das machen wir jetzt einfach mal, weil hier habe ich die Schlacht, habe ich die eigentlich schon mal gewonnen gehabt? Ah, ne, hatte ich noch gar nicht mal. Ach, das ist für Sie dann ein Kostüm. Okay, das machen wir dann im nächsten Part. So, also wir machen das noch jetzt ganz schnell, dass ich hier suche. Also mit dem Bergungsarm. So, und da es ja so offensichtlich ist, brauche ich jetzt nicht extra den Kompass. Es gibt ja nur diesen einen Kreis. So, muss man genau anwählen und jetzt, die Itemkarte wird verwendet. Wird die Itemkarte einmal eingesetzt, ist sie aufgebraucht, möchte sie sofort fahren. Ja, bitte, und jetzt Achtung. Eine neue Belohnung wurde freigeschaltet. Und jetzt, wenn ich diese Schlacht jetzt gewinne, dann bekomme ich als Siegesprämie, egal welcher Rang es auch ist, bekommt Sia ein neues Kostüm. Es kann eigentlich nur Sia sein, weil ihr seht ja, es ist auf sie begrenzt. Und ich gehe immer stark davon aus, dass wenn eine Schlacht auf jemanden begrenzt ist, dass natürlich dann für denjenigen das Kostüm drin ist. Und deswegen, egal, das mache ich dann im nächsten Part. Besiege innerhalb des Zeitlimits 300 Feinde. Und dann können wir wenigstens endlich mal ein erstes Kostüm bekommen. Also es ist hier echt schwierig, anfangs an Itemkarten ranzukommen. Ziemlich schwer sogar. Vor allem, wenn man hier so viele Puppenfrüchte braucht. Dass die Möwen das dann, die Schätze euch zeigen. Ja, egal. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich den Part dann vielleicht ein bisschen kürzer hier... Schauen wir mal. Also bis dann. Ciao.